Inflation, oh mein Gott, jetzt geht es den Bach runter, gibt auch noch eine Rezension. Eigentlich kannst du dein Business ja schon zumachen, weil ist ja jetzt schon klar, dass die Hälfte der Leute nicht mehr die Rechnungen bezahlen können. Ich mal so eine Apokalypse direkt am Anfang. In dem Video geht es darum, dass ich mir mal überlegt habe, was sind so schnelle Sachen, die du aktuell machen kannst, gerade wenn du merkst, dass dieses Thema auch dich betrifft. Das Thema auch dich betrifft, kann auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Das kann sein, dass du Kunden hast, die auf einmal ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Das kann sein, dass dein Markt generell auf einmal rückläufig ist. Das kann sein, dass deine Mitarbeiter mehr Gehalt haben wollen. Du kannst Einflussfaktoren von allen Seiten haben und musst dir überlegen, wie kannst du die Umsatzschraube nach oben ziehen? Wie kannst du es schaffen, dass du mehr Umsatz machst? Darum geht's heute. Also, erster Punkt, ganz simpel. Preise erhöhen. Klingt völlig suspekt in einer Inflation, aber wenn man sich die Inflation als solches anschaut, dann erhöhen alle Branchen ihre Preise. Wenn deine Kosten für den Einkauf, für die Unterstützung, für Mitarbeiter etc. steigen, dann solltest du auch darüber nachdenken, ob du deine Preise erhöhst, weil Umsatz ist Menge mal Preis. Und oft denken wir nur darüber nach, wie wir mehr Menge verkaufen können und nicht, wie wir unseren Preis potenziell erhöhen können. Also das fände ich die allererste Möglichkeit, über die du nachdenken solltest. Wie viele Optionen hast du? Erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, ein potenziell teureres Produkt auf den Markt zu bringen. Das heißt, wenn du jetzt ein Produkt hast, was weiß ich, 50 Euro kostet, 500 Euro kostet oder von mir aus auch 5000 Euro kostet, kannst du ja darüber nachdenken, ob du ein potenzielles Produkt auf den Markt bringen kannst, was teurer ist, weil du dadurch vielleicht eine andere Kundengruppe ansprichst und weil du dieses Produkt auch weniger verkaufen musst, weil Umsatz gleich Menge mal Preis, der Preis eben entsprechend hoch ist und du mit jedem einzelnen Verkauf ordentlich Euros machst. Also denk doch mal darüber nach, ob es Sinn machen kann, ein Hochpreisprodukt, auch wenn du eins hast, vielleicht ein noch höherpreisiges Produkt in den Markt zu bringen und das eben zu tun. Nächster Punkt. Deine Kunden sind für dich aktuell wichtiger denn je. Deine Kunden tragen deine Kosten, deine Kunden sorgen für Umsatz. Das heißt, neben der Neukundengewinnung solltest du dir massiv Gedanken dazu machen, wie du deine Bestandskunden aktuell binden kannst. Was kannst du tun, dass deine Bestandskunden bei dir bleiben? Und auch hier gibt es extrem viele Möglichkeiten. Denk über Treueprogramme nach. Nimm Kontakt zu deinen Kunden auf. Versuch sie aktuell mehr denn je zu pflegen, zu hegen und dafür zu sorgen, dass sie bei dir und mit deinen Produkten zufrieden sind und nicht in dieser Zeit auch noch gehen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Hast du schon den nächsten? Nächster Punkt. Im Marketing oder in der Kundengewinnung gibt es nichts Einfacheres, als früher hat man es Direktmarketing genannt, also mit dem Kunden in direkte Interaktion zu treten. Heute ist ein Bereich davon Social Selling, also Leute auf Social Media Kanälen, potenzielle Kunden auf Social Media Kanälen anzuschreiben, ihnen etwas zu schicken und. Viele scheuen sich davor, weil die sagen, du musst ja keine Nachricht schicken. Wie wäre es grundsätzlich für Sie interessant, sich mein Produkt mal anzuschauen? Ja, da würde ich auch nicht antworten. Aber der direkte Weg zum Kunden ist der direkte Weg. Und nicht der Weg über Posts, nicht der Weg über irgendwelche Ads, sondern der direkte Weg ist, den Kunden anzuschreiben. Das heißt, hier solltest du überlegen, was kannst du im Bereich Social Selling machen und tun? Schreib mir doch mal in die Kommentare, ob du Social Selling schon nutzt, ob du das schon mal benutzt hast und wie Social Selling dir bereits geholfen hat, da etwas aktiver zu sein. Nächster Tipp. Also du merkst, ich knall die einfach hintereinander weg. Kreatives Offline-Marketing. Darüber nachzudenken, was kannst du tun oder machen, um Kunden vielleicht kreativ per Post, per Telefon oder was auch immer anzuschreiben, anzusprechen. Kannst du etwas Verrücktes dahin schicken? Ich sag mal als Beispiel, ich habe hier einen Kaffee stehen. Einfach eine Idee jetzt gerade. Kannst du irgendwas mit einer Kaffeebohne machen? Dass du einem Kunden eine Kaffeebohne schickst und schreibst, manchmal brauchen wir einen Kaffee, um in Gang zu kommen, um das Ganze nach vorne zu treiben. Wir sind eine Online-Marketing-Agentur und wir bringen dein Online-Marketing auch in Gang, genau wie die Kaffeebohne das tut. Eine kleine Mini-Idee. Das heißt, hier darüber nachzudenken, wie kannst du kreative Dinge tun, um mit deinem Kunden in Interaktion zu kommen. Wenn du diese Sachen befolgst, hast du dich schon auf jeden Fall erfolgreicher aufgestellt. Aber am Ende noch ein bisschen Mindset. Du kannst die Sache nicht ändern. Schau dir mal das Gebet der Gelassenheit an.
In dem Gebet der Gelassenheit geht es darum, dass es Dinge gibt, die du ändern kannst und Dinge gibt, die du nicht ändern kannst. Und die Dinge, die du ändern kannst, die solltest du ändern. Und die Dinge, die du nicht ändern kannst, die solltest du nicht ändern und über die solltest du dich auch nicht aufregen. Das Wichtige ist zu unterscheiden, was du ändern kannst und was du nicht ändern kannst. Eine Inflation und eine Rezession kannst du nicht ändern. Das heißt, du musst dich agil als Unternehmerin, als Unternehmer, als Selbstständiger diesen Gegebenheiten anpassen. Bei uns in der Mastermind haben wir einige Unternehmerinnen und Unternehmer, die von der Krise, nenne ich das jetzt mal, ganz massiv betroffen sind. Aber die zeichnet eins aus, Agilität. Die überlegen, wie kann ich jetzt schon damit umgehen. Die fangen nicht an zu arbeiten, wenn das Problem riesengroß ist. Es gibt von Wolfgang Grupp einen schönen Satz, der heißt, jedes große Problem war mal ein kleines. Und als es klein war, hättest du es einfach lösen können. Du hast aber gewartet, bis es groß ist. Und jedem ist klar, dass diese wirtschaftlichen Auswirkungen kommen. Und deswegen ist es deine Aufgabe, agil darauf zu reagieren, solche Methoden als Beispiel anzuwenden, um dein Unternehmen erfolgreich zu machen. Also schreib mir doch mal in die Kommentare, interessiert mich mal, wer von euch Social Selling betreibt. Also wer schreibt Leute auf Social Media Portalen an? Wer macht das nicht? Wer findet das ganz fürchterlich? Würde mich sehr interessieren. Wo sind sie denn? Mann, ey, ich finde sie nicht. Was suchst du denn? Oh, meine Abonnenten. Also jetzt abonnieren, weil ich habe keine Zeit mehr, hier weiter zu suchen.